Was ich als erstes machen will, ist nachweisen, dass aus diesem Stoff Schwefelwasserstoff rauskommt, wenn man es erhitzt. Schwefelwasserstoff ist ein nach faulen Eiern stinkendes Gas. Und der Nachweis von diesem Gas, der geht mit Bleiacetatpapier. Bleiacetatpapier, da ist so ein Gefahrstoffsymbol drauf, das ist also so ein schöner Totenkopf. Und man sollte das nicht mit den Fingern anfassen, deshalb die Gummihandschuhe. Ich reiße ein Stückchen ab, gebe da Wasser drauf. Und weil da übel riechende Stoffe entstehen, mache ich dann auch den Abzug an, ja? Man erkennt hier jetzt an der schwarz-braunen Färbung, dass tatsächlich dieses Schwefelwasserstoffgas entstanden ist. Das färbt dann dieses Bleiacetatpapier entsprechend.